Hallo und herzlich willkommen und leckt mich am Arsch, Alter. Scheiß auf die Begrüßung. Ziehe ein Cheep Cheep an Land, um zu den glücklichen Siegern zu gehören. Es tut mir leid wegen dem Cliffhanger im letzten Part, aber den musste ich so setzen. Schnapp dir eine der Leine, wenn du am Zug bist. Der Rest ist Glückssache. Nein. Hier ein Cheep Cheep an Land und singen. Oh, das ist ein Glücksspiel! Nein! Und ich muss auch noch anfangen. Was muss ich denn machen? Jawohl! Jawohl! Und jetzt? Und was ist jetzt mit den Sternen? Nein! Nein, 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 nein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, das war die Chance. Das war die eine einzige Chance, die ich hatte. Das war... Och nein, warum kriege ich denn so ein Spiel? Nein. Warum zum Teufel? Warum? Jawohl! Danke, Waluigi! Ich habe so viel Kohle. Ach nee, aber die kostet jetzt schon 40, glaube ich. Natürlich direkt hinter mir! Mann, was soll das denn? Der kostet für... Warum? Jetzt kriegt Peach den dritten Stern, ich raste aus. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich verliere auf ganzer Linie. Verdammt, es geht schon wieder los. Oh, 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 mm, mm. Ich kann hier nur verlieren. Das ist echt der größte Scheiß der Welt. Komm, mit mir um Sterne, wenn du Peach bist. Ach, fick dich, Lou. Fick dich, Peach. Die haben doch beide keine Münzen. Das kann doch wohl nicht, wa? Ey, hier läuft alles gegen mich. Merkt ihr das? Das ist total krass. Das ist so krass, was hier gerade abgeht. Und jetzt, ja. Und ich habe einfach keine Ahnung. Wähle mit Hilfe des Touchpads eine Karte, um die entsprechende Anzahl Chips zu gewinnen. Also 3, 4, 5. Wieder ein Glücksspiel. Wobei ich das sehr cool finde, ne? Also. Solche Spiele mag ich eigentlich. Also es ist halt ein Glücksspiel. So. Na, besser. Ne? Besser etwas als gar nichts. Hoffentlich hat Wario jetzt nicht die 5. Peach. Ach. Es gibt gar keine 5, ja. Keiner hat Bowser erwischt, okay? Wow, ich brauche die 10. Ja! Das bringt mir nur nichts, ne? Das bringt mir nur nichts. Aber ich habe die 10. Ich bin halt der übelste Skiller. Okay, Alter. Jetzt alles nur nicht Bowser.
Okay, wenn jetzt keiner die 10 erwischt hat, habe ich gewonnen. Ach, ficken Sie sich! Oh Mann, Alter. Oh Mann, wo war Bowser? Oh. Zeig mir doch wenigstens, wo Bowser gewesen wäre. Ach Mist, ey. Naja, wenn ich Glück habe, kriege ich meinen Einsatz wieder. Wobei, nee. Wie viel habe ich? 9. Oh. 5 Münzen verloren. Ach shit, ey. Es ist echt Wahnsinn, was hier passiert. Es ist echt... Ich habe einfach gar keine Ahnung, was ich tun soll. Wirklich. Noch 3 Runden und ich bin völlig verloren und hoffnungs... Warum würfel ich immer 2? Warum? Das ist doch alles ein ganz großer Scherz. 1, 2... Kann ich jetzt nochmal einkaufen gehen? Ja, was gibt's denn so? Ich will auch so eine Sternröhre. Ja, hallo. Das reicht aber alles nicht. Ja gut, wir kaufen uns so eine mal. Und wir kaufen uns noch so einen Würfel. Ich weiß halt nicht, wo mich das... Warum habe ich nicht 2 von den Röhren gekauft? Weil ich nicht weiß, wie teuer die werden. Es kann ja auch sein, dass ich da nicht genug Geld habe. Es ist auch ein Problem, ja. Ich weiß nicht, wie teuer der ist, aber es war dumm. Es war, glaube ich, dumm. Also ich hätte mir 2 von den Röhren kaufen. Ich weiß nicht, ob man... Kann man... Aber der hat auch so eine Klau-Ding, ne? Der hätte mir ein Item geklaut, bestimmt. Ja, fick dich! Jetzt, wo ich kurz davor bin! Ich raste völlig... Jetzt, wo ich kurz vorm Stern stehe, da kauft er den. Jetzt, wetten, jetzt kommt er wieder hinter mir? Ey, dieses Spiel macht mich gerade krank. Lecken Sie mich am Arsch. Lecken Sie mich am Arsche. Am Arscheloche. Ich bin so laut, es tut mir leid, liebe Nachbarn, es tut mir leid, aber dieses Spiel macht mich gerade aggressiv. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, komm, Bowser, rette mich. Alter, bitte rette mich. Bitte rette mich. Okay. Ich dachte gerade, der will von mir auch Münzen, aber... Ist wohl nicht so... Oh, 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 oh. Und jetzt halt die große Frage. Wähle die richtigen Wege, um dem Spielzeug zu entgehen. Ist dir der Zug auf den Fersen, drücke so schnell wie du möglich die Bla. Okay. Ja, ich muss ja nicht. Es ist nicht dieselbe. Okay. Ich muss doch rennen. Ach so. Was muss ich denn zum Rennen drücken? Hä? Ah, scheiße! Ich wusste nicht! Oh, bitte! Wow! Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, okay. Alles klar. Peach, wohin willst du? Okay, sind es immer andere? Okay, das sind immer andere Knöpfe. Da musst du natürlich wissen, welche Knöpfe wo auf dem ganzen Ding liegen. Aber so wie das aussieht, wird er mich einfach... Er wird mich nicht erwischen, wenn er mich erwischen will. Es wäre aber mal nett, wenn er vielleicht mal...
Okay, jetzt müssen wir abrotzen. A, B, Y, A. Y, A habe ich gefunden. Peach wird erwischt, so wie das aussieht. Peach, es tut mir leid. Bitte tu dir nicht weh. Ich habe es geschafft und ich weiß nicht, wie weit ich noch... Will ich es überhaupt schaffen? Ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube, Waluigi und Peach... Naja, ist eigentlich scheißegal. Ich glaube, das bringt den allen nichts. Wenn ich mich nicht täusche, kann sich trotzdem keiner den Stern leisten. Von daher, alles okay, alles okay, alles okay. So, da das jetzt die vorletzte Runde ist, benutze ich halt jetzt die Röhre. Wäre ja auch dumm, wenn nicht. Und jetzt muss ich halt dann gleich hoffen, dass der noch in Reichweite ist und ich dann meinen doppelten Würfel benutzen kann. Aber es bringt ja auch dann nichts. Ja, da komme ich ran, wenn ich Glück habe. Aber es bringt mir ja nichts, weil... Ah, doch! Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja! Ja, genau! Ich hab noch eine Runde! Oh! Können wir es doch noch schaffen? Der nächste Stern kostet aber 25 Münzen, dann hab ich... Nein, nein. Wario könnte sich den in dieser Runde kaufen. Dann, oh, dann ist er... Oh, shit. Spiele eine schöne Melodie auf dem Klavier und du wirst belohnt. Okay. Ich bin so dumm, ne? Ich dachte mir gerade so, muss ich jetzt da drauf springen, eine Stampfattacke machen, aber ich habe ja ein Touchpad. Ja, krass. Das kommt mir sehr gut, das kommt mir sehr gelegen. So, bitte kauf dir den Stern. Ja, bitte. Ja, sauber, sauber. Okay. Es ist mir vollkommen egal, kauf den. Es ist wichtig für mich, dass ich nochmal eine Chance habe. Hoffentlich spawnt er jetzt oben bei mir irgendwo. Bitte nicht hinter mir, bitte vor mir. Bitte, 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 lieber Gott. Oh, der ist ziemlich weit weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. Das könnte man noch schaffen. Das könnte man schaffen. Aber es wird extrem schwierig. Ach, schade. Ach, wir haben ja noch eine Runde. Ja, er, ich nicht. Ja! Ja! Ja, bitte! Nein! Ach, scheiße! Nein! Wario, du Vollidiot! Du bist so... Nein! Och, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich verloren. Och, Wario, was soll das denn? Jetzt hat Peach einen Stern und ich kann es nicht mehr aufholen. Es ist echt traurig, es ist echt traurig, es ist echt. Ich weiß gerade nicht, was ich da... Das ist auch so... Es ist auch so aufreibend, ne? Okay, ich muss die Blätter wegmachen. Die Marienkäfer muss ich weg. Okay, wo sind die Marienkäfer? Wie blöd das ist.
Voll das komische Spiel. Es dauert voll lange. Ach shit. Ich sollte vielleicht auf den Touchpad auf das Touchpad gucken. Führe ich ja, aber es sieht jetzt nicht ganz so krass aus. Doch, doch, ich führe schon deutlich. Ich führe deutlich. Das ist schön. Ich darf nur jetzt nicht in eine Biene reinpacken. Und dann habe ich auch gewonnen. Aber es war, die waren gar nicht mal so weit weg, ne? War Luigi und Peach. Aber neuer Rekord passt wunderbar. Das geht auch schneller, durchaus. Das geht durchaus schneller. Ich habe da noch mit sehr viel Sicherheit gespielt und ja. Ja, ich hatte noch eine kleine Chance. Ich hatte noch eine kleine Chance, den dritten Stern mir zu holen und damit mehr Münzen zu gewinnen. Ich könnte natürlich jetzt das Ding platzieren. Nee, kann ich noch nicht mal. Ich kann es noch nicht mal jetzt da unten hin platzieren, wo ich es hin platzieren müsste. Es ist echt traurig. Ich bin gerade ein bisschen traurig. Gut, ich hätte es sowieso nicht geschafft. Jetzt die Frage, komme ich vielleicht nochmal auf ein Duellfeld oder so? Um ein einziger... Oh, ein weniger. Dann bin ich auf dem Duellfeld. Es läuft echt gar nichts, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Was? Oh, und das befördert mich zum Stern, aber kurz davor. Hat Wario genug Kohle? Nein, natürlich nicht. Die haben alle keine Kohle. Oh, es ist ärgerlich, ey. Es ist ärgerlich. Was ist denn das für eine Runde gewesen, Leute? Ich werde die jetzt aber nicht, Oh, natürlich. Ja, es ist halt so, ich habe jetzt verloren, wenn nicht noch irgendwas passiert, was ganz komisch ist. Und ja, wie machen wir das jetzt? Entweder zeige ich euch jetzt nach einem Schnitt hier nach nochmal den Boss, oder ich zeige euch den Boss am Anfang des nächsten Partes. Und dann machen wir halt im nächsten Part trotzdem dann halt mit dem dritten weiter. Lass dich im finsteren Labyrinth nicht von den Lichtkriegern deiner drei Jäger erwischen. Okay, das hört sich relativ schwierig an. Was bedeuten unten diese... Ach, das ist wie nah das Licht an mir dran ist. Wow, das war knapp. Ich darf halt nicht in eine Sackgasse laufen, ne? Macht Sinn. Oh, 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 oh. Glück gehabt. 3, 2, 1. Du siehst halt auch nicht, wo das Licht ist. Deswegen, das ist schon echt... Das war gar nicht mal so einfach. Das war echt nicht einfach. Aber das haben wir gut gemacht. Immer im Mittelteil aufgehalten. An den Rand zu gehen, ist halt Schwachsinn, ne? Auf der anderen Seite, wenn halt die Sucher sagen, okay, am Rand ist er eh nicht, dann macht es doch wieder Sinn, dahin zu gehen. Minispielsieger, 10 Rundenbonus, Münzen, Spielbrett, 2. Platz, Münzenbonus, Sternbonus, gespielte Runden. Das sind meine Mario-Punkte, wofür auch immer die sind. Aber ich habe jetzt verloren, oder? Kann ich jetzt trotzdem gegen den Hammerbruder spielen, oder? Wie läuft das denn jetzt? Gut, Peach hat es nicht geschafft. Dann können wir jetzt auch mal gucken. Ah, wir können es einfach wieder laden. Okay, das ist sehr gut. Nein, Abenteuer. Und dann können wir... Ah, okay, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, ich spiele das Offscreen nochmal. Und dann werde ich euch reinschneiden.
oder in den nächsten Part packen, wie der Boss ist, und danach dann halt das nächste Brett machen. Ob ich euch das jetzt in dem Part reinschneide oder ob ich das euch im nächsten Part zeige, das liegt daran, wann ich den nächsten Part aufnehme. Ihr seht es ja jetzt, wenn das Video weitergeht, noch viel Spaß. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war echt, also ich dachte zum einen nicht, dass man verlieren kann. Zum anderen, das war echt eine krasse, also das war krass, was da alles passiert ist. Tragisch, aber naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns, wie gesagt, beim Boss wieder und danach mit der dritten Stage. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag, bis dann und ciao, tschüss, euer Kornel.